So. Und jetzt geht's auf Menüsuche. Am besten einfach den ganzen Tag in der Nähe der Wildschweine, Genau, der Wildschweine. Den ganzen Tag in der Nähe dieser Bisons bleiben und immer das Menü mitnehmen. Was Besseres können wir eigentlich nicht machen. Da kann ich währenddessen mal ganz kurz hier mir ein paar Steine, habe ich auch noch. Mir erstmal davon ein paar craften. 1, 2, 3, 4. Oh, 20. Komm, machen wir es einfach noch. Können wir es nochmal machen, ohne in Bedrängnis zu kommen? Nee, können wir nicht, weil wir haben ja kaum noch Stöcker. Dann ruhig mal ein paar Bäume währenddessen. Kann ja auch nicht schaden. Ja, warte doch mal, ich will dir was geben. Sehr schön. Klack. Samen mitnehmen. Wie sonst? Danke dir. So. Gif. Der will erstmal nichts mehr haben. So. Dann holen wir uns hier mal die Stöcker. Um eine Welle, um noch mehr Welle herzustellen zu können. Die Möhre nehme ich auch mal mit hier. So, dann könnt ihr ja dann noch bekommen. Achso, ich habe es zu früh weggepackt. Ne, der will nichts. Okay, ach, das ist, den habe ich vorhin schon gegeben wahrscheinlich. Du, da willst du auch sicher noch. Oh, ja, guck mal, ja, ich habe für dich. Sehr schön. Und hier haben wir noch welche, die kommt, die willst du auch noch haben. Oh, guck mal, was da noch ist. Du willst noch. Ah, du hattest schon. So, dann nehmen wir hier halt noch. Sehr schön. Guck mal, was wir gleich bekommen. Spinnenseide. Ah, da wird das Fleisch essen, schade. Ja, das... Nein! Ach, Mist. Ich dachte, ich bekomme es noch. Ah, da war die Vorfreude zu groß. So, oh, hier. Ach, sag bloß, das Dorf geht hier noch weiter. Kann ich den? Ich hab Angst. Er hat sich nicht gewehrt. Finde ich gut. Finde ich sehr lobenswert von ihm. Wir haben Voodoo-Holz bekommen. Ich weiß, das heißt nicht Voodoo-Holz, das heißt eigentlich
lebendes Holz, aber ich nenne es Voodoo-Holz. Es ist Voodoo-Holz bei uns. Könnte davon kommen, dass ich momentan Risen 3 gucke. Deswegen Voodoo. Wer das nicht versteht, der versteht das nicht. Ja, das ist meine Feststellung des Tages. Abends. So, oh, wir haben es bald. Oh, Alter, wir haben wir haben es gleich geschafft, Alter. Wir haben alle verrevisiert gleich. So, Alter, die eine Seite steht schon mal komplett. Jetzt muss ich hier oben nur mal ganz kurz gucken. Zeit haben wir noch? Wir haben noch. Okay, Zeit haben wir noch. Sehr schön, das gefällt mir. Dann kann ich mir hier mal die Baumstümpfe mitnehmen. Und dann gehe ich ins Lager. So, ich würde gern ein Lagerfeuer anmachen. So. Was können wir denn machen? Wir können hier einen Rope basteln, können wir machen. Daraus können wir also ein Logsuit machen. Wir könnten uns aber auch einfach noch einen Rope machen. Und machen uns gleich die beste. Leck. Wir können uns auch noch ein Angel machen. Können wir machen. Ja, warum nicht? Das tau ich erstmal hier rein. Klack und die Angel auch. Wo habe ich die Angel? Angel da. Auch die kann das mit da rein und dann machen wir mal hier unseren Wall weiter. Wallweise auch anders. Verstehst du wie? Oh mein Gott. So. Jetzt muss ich mal schauen, also jetzt muss... Wir müssen ja irgendwie so ein bisschen Abstand reinkriegen hier. So, machen wir uns ganz kurz noch welchen. Das wird mir nicht reichen. So, dann machen wir ganz kurz zu Ende. Und damit erst den Ball fertig. Das gefällt mir sehr gut. Kann ich mal ganz kurz hier noch die Beeren kochen. Und verknusen und dann nehmen wir die beiden Möhren hier noch. Und bedienen uns hier nochmal. So, haben wir denn hier mal Stöcker? Genau, wollen wir mal Stöcker hier. Da brauchen wir auf jeden Fall erstmal eine Axt hier wieder, flupp. Machen wir ja mal Bäume zu fällen. Kann es sein, dass es verschiedene Größen von Bisons gibt? Ich habe das Gefühl, es gibt ganz große auch. Kleine und große irgendwie. Mit der Masse an Viechern könnte ich sogar einen Baumriesenblatt kriegen. Ich leg's mal drauf an, glaube ich. Durch? Ich weiß es nicht. So. Eigentlich versuche ich nur hier gerade den Weg freizukriegen, wo meine Plantagen hinkommen. So ein bisschen Roading für die Wissenschaft. Man kennt das ja. Der Mensch macht sich langsam die Natur zu eigen und rottet alles aus, was in den Weg kommt. Wer kennt es nicht? So, Moment, da mal eine Schaufel und dann kommt ja
So. Und in 10 Tagen haben wir vergessen, dass sie jemals ein Wald war. So ist der Mensch. So ist er. Hammer. Ich guck mal ganz kurz hier durch, was es hier so noch gibt. Da ist noch ein Spinnenei. Da haben wir noch Manure. Das brauche ich mich gerade. Das ist ein bisschen Spider-Glad. Sehr schön. So, dann rüste ich mal bitte. An die Manure. Dankeschön. An den Poof. Ich sag ständig Manure. Oh mein Gott, ich werde untreu. Heißt ja Poof eigentlich bei uns. Und unser kleiner Scheiße-Sammler braucht den auf jeden Fall. So, das ist ja noch ein Bärenbusch. Die lasse ich aber erstmal stehen. Ich glaube, wir haben erstmal genug Bärenbüsche. So. Jetzt brauche ich auf jeden Fall davon hier eine ganze Ecke. Das müssen wir als nächstes anpflanzen. Jetzt, nachdem wir die Nahrung gesichert haben und auch Stöcke ohne Ende haben, brauchen wir auf jeden Fall das hier jetzt, um die Welle hoch zu pimpen. Also die Gegner übersichtlicher. So. Hier noch. Und bald wird es auch wieder Nacht. So wird er dann also nicht mehr. Guck mal ganz kurz, da brauchen wir hier irgendwo noch Licht. Das haben wir alles ganz gut erforscht hier, die Gegend. Dann würde ich mal ganz kurz ein bisschen in die Richtung hier laufen wollen. Einfach um zu gucken, was hier noch so ist. Stopp, die nehme ich mit. Ganz wichtig gerade. Na, nehm mit. Haben wir nur 7 Stück? Bisschen wenig eigentlich. It's getting dark, jetzt schon. Na gut, dann nehme ich das Puff mit und dann gehen wir doch mal nach Hause. Ist, glaube ich, die bessere Vantiante. Vantiante, wer kennt sie nicht? So, für die Ohrenschütze brauchen wir immer noch 2 Hasen. Das gehe ich auch gleich mal an jetzt. Können wir das hier bauen? Ja, klar können wir die bauen. Dann können wir hier mal eine Falle hinstellen und dann kriegen wir da sicher einen Hasen raus, wenn wir wiederkommen. Und da ist noch Puff, nehme ich mit. Vorsichtig. Niemanden attackieren. Wäre nicht so klug. Klug mit Doppel-G. Also G-L-U-G. Kennt ja jeder. Wer weiß es nicht. So. Klack. 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 So, jetzt haben wir alle Büsche verifiziert. Und jetzt geht's hier weiter. Na? Komm schon. Nicht schlapp machen. Wir haben noch was vor uns. So, klack, 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 klack. I'm looking for days. Ich habe Ohrwurm davon, das ist so schlimm. Aber das liegt an sich nicht schlimm, aber Ohrwurm von Liedern sagen, ist schlimm. So, jetzt hier schnell Licht anmachen. So, haben wir dann irgendwas bekommen? Das können wir mal ganz kurz kochen. Und dann kommt... Oh, was können wir da machen? Moment, wir können irgendwas machen. Einen Hut, wir können ein... Ja, brauchen wir nicht gerade. Ich würde lieber noch ein paar Mauern machen wollen. Geht nicht, wir haben keine Stöcker mehr.
dauert noch eine Weile, bis die fertig sind. Was haben wir hier so drinne? Pentels. Ja, den Hut haben wir hier noch, aber ansonsten den Hut brauche ich jetzt gerade nicht. Ich habe ja gerade noch mein Sonnenblumending hier drauf. Okay, dann tue ich mal hier rein. Moment, damit wir hier ein bisschen Platz kriegen. Das kann da rein. Ach, siehst du, den Loll habe ich ja noch. Da machen wir das ja alles mal ein bisschen sicherer hier. Das sieht doch noch was sicherer aus. So. Weiter geht's. Ich erforsche mal die Richtung die hier. Wir müssen auf jeden Fall jetzt ein bisschen Stein zusammensammeln. Wir haben ganz gut von allen jetzt, von den drei Hauptdingern meine ich, haben wir ganz gut. Wir bräuchten als nächstes jetzt ein wenig Stein. Wie viel Menü hier auch rumliegt. Übel geil. Oh, ein Grab. Ein Rubin wäre geil, aber ich glaube... Na? Eine Fake-Fasco, was auch immer das darstellt. So, haben wir ein bisschen Waffen mitgenommen wieder. Wenn ich jetzt hier noch zu dem Steinhaufen durchkomme, das ist so geil. Ne. Wir kommen einfach in den anderen Teil des Waldes rein. Schade, schade. Ah, da oben habe ich Evil Flower gesehen. Könnte sein, dass da ein Höhlenportal ist. So, ich gehe mal ein Stück hier runter, mal gucken, was hier noch so kommt. Hier waren wir ja noch nicht. Doch, hier waren wir schon, okay. Ich folge mal dem Weg. Der Weg geht am schnellsten und dann gucken wir mal, was wir da finden. Wenn wir dem denn folgen. Oh, was haben wir denn da? Da ist noch einer dieser Bäume. Den nehme ich natürlich direkt mit. Eins und zwei. Was sag ich, wenn ich den noch abernte, kriege ich dann auch noch mal eins. Ja, siehst du, kann ich mir sogar noch eins holen. Bei dem Baumstamm, den wir zurückgelassen haben. Muss ich mal ganz kurz die Blume pflücken hier. Um das wieder auszugleichen, was ich da gerade an Dings verloren habe. So. Aber der Weg führt uns noch weiter. Weiter. Oh, hier sind noch mehr Schweine. Ja, wie viele. Ja, klar. Wie viele denn noch? Ist das geil, oh mein Gott. Ein riesen Mürmfeld hier noch. Was wir uns jetzt nicht holen, weil wir haben genug momentan. Lol. Ach, die ist kaputt. Ja, nimm mal das hier so. Na jetzt komm, jetzt machen wir nicht schlapp hier. So. Ich weiß, hier geht uns gerade eine Menge Fleisch durch die Lappen da oben. Aber es ist nicht so schlimm, da haben wir bestimmt noch genau. Ja, guck mal, da ist ein Spinnennetz. Und da ist noch ein Spinnennetz.
Und hier haben wir noch, Moment, wo haben wir denn hier noch eine Spitzhacke? Ich habe keine Spitzhacke, aber die greifen, oh siehst du, die greifen auch schon wieder an. Ja, und die attackieren. Weiß ich, wenn man die Spinnen, die Dinger hier unter den Nagel. Klack. So, die attackieren dann noch, das heißt, die holen sich das hier nicht. Und klack. Und da oben ist sogar noch Heilsalbe, na, Hallöchen. So, warte mal. Du da. Und du da. So, Jungs, mitkommen. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Lalalalalalala. Ich glaube, hier gibt es noch mehr von diesen Bäumen im Wald. Bin ich mir ziemlich sicher, dass es nicht die einzigsten Bäume waren. Interessant, hier ist nochmal so eins. Oh, ein Rubin! Jawohl! So, ein bisschen beeilen, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Lalalala, lalalala. Super, okay, wir haben noch 5 davon, das heißt 1, 2, nicht droppen, verifizieren bitte. So, oh Mensch, stopp, eins habe ich noch. Nicht droppen. So. Und dann haben wir hier drüben noch, oh, mal hier drüben, oh, geil. Ganz kurz gucken, wie spät es ist. Ich jetzt zu spät nach Hause gehe. So, das war's erstmal. Wird knapp. Aha. Geschafft. Und dann holen wir uns ganz schnell die Bären hier noch. Hell genug ist es ja. Und dann brennen wir die gleich mal. Oh. Ja, ist ja auch nicht schlecht, ne? Damals aus dem Zeug. Das wusste ich auch nicht. Dann lass ich das auch mal hier so, die Pentels, weil... Dann wird daraus ja auch noch ein Road Eat. Ich hebe die gerade mal auf. Dann, warte mal, ich mache mal aus dem Pendel zwar ganz kurz noch vorher eine neue. So. Und dann ist daraus das Road Eat geworden. Daraus können wir ja auch wieder. Damit können wir ja auch verifizieren. Moment erstmal damit. Soweit ich weiß, müsste das ja auch gehen. Ja, super. Erstmal kann ich das auch selber craften. Hey, das sind die Freunde.